So. Ich frage mich, wer das hier immer zurückstellt, ne? Weil hier sind wir ja definitiv das letzte Mal am Wasser gewesen. Und da war das Gerät ja schon ausgefahren hier alles. Das muss Herbert gewesen sein. Wer das jetzt nicht weiß, der Herbert ist bei mir in Resident Evil Spielen immer die Person, die sämtliche Kisten und was weiß ich, alles wieder auf die Anfangsposition zurücksetzt, wenn man mal den Raum kurz verlässt. Das hat man ja oft. Da fragt man sich, wer macht das? Wer schiebt das alles wieder zurück? Ja, das ist Herbert. Achso, schnell den Hebel drücken. Ach, da läuft die Zeit jetzt weiter, in der Ladesequenz. Das ist ja sehr fair. Mhm. Ja, kommen Sie zu, dann wird die Zeit langsam doch noch knapp. Hilfe. Okay, und raus. Wir werden gleich auf jeden Fall noch eine Speicherung vornehmen. Das müssen wir tun. Der Troller geht mir so auf den Keks, gerade ihre Durchsage, aber gut. Okay, letzten 2 Minuten laufen. Ah, das sollte machbar sein. Gut, dass ich euch getötet habe. Ja, ich bin ja gleich da. Das dürfte doch die letzte Türsequenz eigentlich sein. Kommt drauf an. Ich weiß jetzt nicht, wann die Zeit gleich aufhört zu laufen. Eigentlich müsste es gleich heißen von wegen. Schluss, fertig, aus. Okay, Zeit ist weg. Sehr schön. I was starting to get worried. No time to explain. Let's go. Right. We're out of here. Time to say goodbye to this death trap. I'm sorry. I know I caused a lot of trouble for you. No, it's okay. It was hard for both of us. Well, I really hope you find your brother. I know what it's like to be alone. Oh, Steve. So, where should we go now? I can take you anywhere you want to go, Claire. I hear Hawaii's nice this time of year. You got it! This game is not over yet. Now you will see what real terror is all about.
cargo room hatch is open. I'll go back and check it out. Thanks. I've unlocked the cargo room door. So, und jetzt kommt das Finale, meine lieben Freunde. Ja, da kamen jetzt ein paar Cutscenes. Fand ich ganz cool gemacht eigentlich alles. So, jetzt schnappen wir uns nochmal das Kräuter. Obwohl, na, lassen wir die einzelnen Kräuter lieber hier drin, oder? Machen das mal so. So, das ist okay. Die Pistole brauchen wir jetzt hier nicht. Auch die Armbrust, denke ich. Ja, höchstens. Warte mal. Wir machen eine. Moment, machen wir gleich. Was nehmen wir uns denn mal für Muni mit? Die hier. Die hier. Machen wir noch die. Dann reicht das eigentlich so. Achso, ich habe jetzt keinen Speicherband mitgenommen, ne? Moment. Ich wollte doch speichern! So, warte mal, wo ist er denn? Wo ist es denn? Wo ist er da? So. Dann machen wir nochmal eben so. So. Wenn, dann machen wir jetzt alles korrekt hier. So. Okay, dann die jetzt weg. Dann schnappen wir uns doch nochmal eine Mischung. Und die. So. Okay. Okay, okay, okay. Das geht einem so auf den Keks gerade. Gut, also wenn wir gleich das gewisse Szenario, was jetzt gleich kommt, beendet haben, dann geht das nämlich richtig los. Dann ist so gesehen die erste Hälfte vorbei und dann geht das los mit der zweiten Hälfte, logischerweise. Ja, dann legen wir nochmal das Fahrband weg. Es ist gerade ein bisschen viel hinhergepackt hier, das tut mir auch sehr leid. Aber ich denke, so sollten wir eigentlich ganz gut ausgerüstet sein. Ich könnte... Ah, das ist schon gut so. Das sollte reichen. Dann wollen wir mal. Kontrollieren wir den Laderaum. Was ist denn hier passiert? Warum ist der auf einmal offen? Die Spannung steigt. Katapult ist bereit. Das werden wir auch gleich machen. Doin. So. Und das werden wir jetzt ein paar Mal machen müssen. Genau. Wir müssen aufpassen, dass er uns dabei irgendwie nicht tötet. Ja, super. Genau so. Also wir können ihn verlangsamen in seinem Tempo, wenn wir ihn ein bisschen attackieren. Aber, oh, das ist knapp. Scheiße. Habe ich schon... Ich bin auf Achtung. Ja, ich nehme mal ein. So. Ja, super. Okay, es hat gepiept. Piepen bedeutet, Katapult ist wieder bereit und wir schießen los. Das ist so ein Kampf, den habe ich früher schon immer gehasst. Oh Mann, ey. Das ist aber auch ein Scheiß. Ich komme weg. Bin ich schon wieder auf Rot? Ja, ist doch halb los. Okay. Okay, er hat einmal gezuckt. Das heißt, ach, er müsste jetzt langsamer werden. Boah. Und wir sollten von der Luke weg, weil er kann uns raus... kann uns rausschmeißen. Och man, was ist denn das hier für ein Scheiß? Ich weiß schon, warum ich so viel Munition mitgenommen habe. Boah, du Penner, ey. Und schießen. Ich glaube, einmal noch, Leute. Einmal noch, dann haben wir ihn, den Penner.
Alle. Scheiße. Nur rot. Fuck. Och Mann, ey, ich komme hier nicht weg. So. Super. Ganz toll. Jetzt ist er langsamer geworden, okay. So, es piept. Und jetzt, komm. Puh. Okay. Alle. Ist da noch was im Regal? Nö. Boah, ich hatte Respekt vor diesem Gegner, muss ich sagen. Weil ich mich da damals sehr angestellt habe. What was wrong? Oh, nothing. Just a giant cockroach that had to be stepped on. What's happening? I don't know. The plane just changed direction on its own. It's flying in autopilot mode. I can't switch over to manual control. My apologies, but I cannot let you escape now. Oh. Alfred, you cross-dressing freak! Tja. Alfred will uns nicht gehen lassen. Der Abspann. Nein, natürlich nicht. Pornomucke. Hey, where are we? Huh? Latitude, 82.17 degrees. That's the Antarctic. We're over the Antarctic! What? Those are the seaplanes that left the island right before us. Then that must mean this place belongs to Umbrella. Ich frag mich gerade, warum. Ende der ersten Hälfte sichert. Ja, genau. Jetzt ist hier die erste Hälfte vorbei. Warum ist das Flugzeug denn nicht imstande, ganz normal zu landen? Warum mussten wir jetzt so eine Bruchlandung hinlegen? Das war doch komplett intakt, das Flugzeug. Da war doch nichts mit, außer dass die Ladeluke kurz, offen stand. Aber das Flugzeug war doch ansonsten heile. Wir hätten doch eine ganz normale Landung eigentlich vollziehen können. Oder sehe ich das falsch? Oder wollte Alfred, dass wir abstürzen? Naja, egal. Jetzt geht die Geschichte erstmal weiter.
Wake up, Steve. We're still alive. Aha. Das sind wir in der Tat. Thanks. Plane's trashed. Well, let's split up and find another way off this oversized freezer. Right. Okay, let's do it.